das Wissen, und damit ist gemeint, das Wissen in der Religion ist nicht, wie viele heutzutage das auch sozusagen praktizieren, ist nicht Information sammeln. Das Wissen ist eine Veränderung. Das heißt, das Wissen bewirkt etwas bei dir. Das ändert dich. Das Wissen bringt dir Gottesfurcht, vermehrt deine Liebe zu Allah, bewirkt bei dir, das richtige Wissen bewirkt bei dir die Bescheidenheit. Dann verändert man sein Leben. Und deswegen, wenn wir in uns schauen und in unsere sozusagen Sitzungen, die wir nehmen, schauen, wenn wir einfach nur hier sitzen und Informationen bekommen und zu Hause ändert sich nichts, in unserem Leben ändert sich nichts, dann ist das nicht das richtige Wissen erlangt. Dann ist das nur einfach Kenntnis, die man bekommen hat. Und diese Kenntnis ist Yom Qiyama eine Hujja gegen dich, ein Beweis gegen dich. Deswegen wehe uns, dass wir einfach nur Kenntnisse bekommen. Deswegen sagten die Salaf, Al-Ilm wal-Khashya, das Wissen ist die Ehrfurcht. Umso mehr Wissen du bekommst, fürchtest du Allah mehr.